So, Leute, guten Morgen und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir sind dabei, auf die USB-Platten Pharmazell zu legen. Die erste Reihe ist ausgerichtet. Die habe ich jetzt eben schon fertig gemacht. Da ist der Kleber ganz wichtig, dass man den mit verwendet. Und dann muss das auch gleich innerhalb von 10 Minuten verschraubt werden, weil ansonsten ist der Kleber schon angehärtet und dann kriegt man die Platten nicht mehr perfekt miteinander verbunden. Genau, das mache ich jetzt. Die Küche wird jetzt fertig gelegt und je nachdem, wie ich das schaffe, auch Flur und Bad. Bad ist noch ein bisschen schwierig, weil da noch die Dusche eingearbeitet werden muss, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Das wird in diesem Video nicht sein. Ich nehme euch jetzt erstmal mit, stelle euch aufs Stativ und dann, ja, viel Freude bei dem Video. Stunden gebraucht hierfür, zuschneiden, festschrauben, kleben und so weiter. Am meisten hält natürlich so ein Kram auf hier, ausschneiden, Formular. Ja, sieht doch schon mal ganz besser aus. Das, was jetzt hier übersteht, so wie hier, das wird innerhalb von 24 Stunden oder nach 24 Stunden, wenn das nicht ausgehärtet hat, einfach mit so einem Glasschaber oder mit einem scharfen Cutter wird sehr abgetrennt. Und dann ist das auch klar. Ja, sieht doch ganz gut aus. Darauf kommt jetzt die Fußbodenheizung gelegt. Oder Elektrofußbodenheizung. Und darauf dann Fliesen. Mit dem Bettmittel. Ja, ich würde sagen, das ist passabel geworden. Und jetzt geht es dabei mit dem Flur. Ja, also Leute, wie ihr seht, im Hintergrund die Küche ist auch fertig. Da steht noch ein Abschnitt. Was abgeschnitten werden musste, aber es ist ganz schön krass, wenn man jetzt so den Unterschied sieht hier, Küchenbereich, Flur, also das ist schon, beziehungsweise nicht Flur, Quatsch, das Zimmer hier, das ist schon ein Unterschied, ganz schön krass. Aber gut, das war von vornherein klar, das sollte so sein, weil das hier ist die Ausgangshöhe und hier haben wir jetzt noch schön 2 Meter Durchgangshöhe oder sogar ein bisschen mehr, ich glaube 2,2 Meter ist das noch, aber da kommen ja auch noch mal Fußbodenheizung kommt jetzt hier unten noch rauf und Fliesen und so weiter. Und dann sind wir da auch schön in der richtigen Höhe angekommen. Ja, wie ihr seht, der Kleber fängt jetzt schon an zu quellen. Und ganz leichte Haut hat sich schon gebildet, aber eben noch nicht 100%. Aber das ist eben normal, dass er jetzt so aufquillt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch gleich verschraubt wird, die Pharmazellplatten. Dass es eben, wenn das anfängt hochzuducken, noch zu quellen, eben die Platten nicht mit hochdrückt. Deswegen muss man auch innerhalb der ersten Gesundheit, ja danke auch, innerhalb der ersten 10 Minuten eben die Platten verschrauben, dass das richtig schön bündig abschließt. Ja, freue mich, Küche ist geschafft, Flur ist angefangen, da geht es jetzt die nächsten Tage dann weiter und dann ist das auch ratzfatz fertig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gewohnt, lasst einen Daumen da. Da oben rechts, da genau, von euch aus rechts, da sind noch andere Videos
zum Projekt Haus, Umbau, Sanieren und so weiter. Schaut euch die Videos auch gerne an, empfehlt uns weiter, schreibt uns was in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, was wir vielleicht verändern, verbessern können oder sollen. Ja, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao!